Hallo zusammen. Weil ich ein bisschen im Video machen und nicht fertig werden Trott rumhänge, möchte ich versuchen, etwas zu machen, was etwas schneller gehen sollte, als wirklich selber etwas zu kreieren. Ich beschwere mich über Leute, die ihren Scheiß zusammenbekommen haben. In diesem Fall beschwere ich mich über die Rings of Power Serie von Amazon. Und bevor wir mit dem eigentlichen Video anfangen, möchte ich nur kurz festlegen, das soll keins von diesen "Oh mein Gott, sie haben Tolkien für alle Zeiten ruiniert" Videos werden, weil die Leute, die diese Videos machen, meistens nicht unbedingt besonders helle sind. Um hier meinen Lieblings-Punching Bag wieder mal rauszuholen, The Quartering hat über 20 fucking Videos gemacht, die ihnen erklärt, warum das die schlimmste Serie ist, die jemals gemacht wurde, bevor auch nur eine einzige Folge davon ausgestrahlt wurde. Ich versuche hier relativ neutral ans Thema ranzugehen und zu erklären, was ich speziell für Probleme mit dem habe, was ich im Promomaterial gesehen habe. Und ich möchte mich dabei hauptsächlich auf die Kostüme und Rüstung und Kleidung und so weiter konzentrieren. Für die von euch, die dieses Video zufällig finden, um kurz über meinen Hintergrund zu reden, ich betreibe selber Worldbuilding und bin momentan bei einem Projekt in der Designphase, wo ich die verschiedenen Kostüme und Co. festlegen möchte. Und darum finde ich Rings of Power als eine Case Study oder ein Was-nicht-zu-tun-Beispiel relativ gut, weil man hier viele Probleme sehen kann, in die man reinrennt, wenn man etwas adaptieren möchte, was schon andere Adaptionen gehabt hat. Aber ich greife ein bisschen zu weit vor. Fangen wir am besten mit dem allgemeinen Problem von Amazon Prime an. Das Problem bei Amazon Prime ist, dass sie, wenn sie Adoptionen machen, sie meistens relativ larifari sind mit dem, was sie als Quellenmaterial benutzen. Oder um es anders auszudrücken, in vielen Fällen erlaubt Amazon Prime bei den Originalserien den Leuten, die diese Serien machen, sehr viel kreative Freiheit. Was dazu führt, dass in einigen Fällen diese Adaptionen nicht besonders nah am Quellenmaterial dran sind. In einigen Fällen, wie zum Beispiel bei Invincible und The Boys, funktioniert das scheinbar recht gut. Aber bei einigen Beispielen wie Wheel of Time ist das nicht wirklich vorteilhaft gewesen. Und zu dieser allgemeinen Tendenz von Amazon, sich nicht hundertprozentig an Quellen zu halten, kommt hinzu, dass die rechtliche Lage hier nicht hundertprozentig sauber ist. Der Copyright-Vertrag wurde von den Anwälten, die damit zu tun haben, als der komplexeste Copyright-Vertrag beschrieben, den sie jemals gehabt haben. Und es kommt erschwerend hinzu, dass Amazon nicht die vollen Rechte für das Silmarillion, also für die Story, auf der diese Serie basieren soll, bekommen hat, sondern nur für den Appendix vom Silmarillion. Das heißt, es ist nicht klar, wie viel von dem Tolkien-Zeug sie wirklich benutzen dürfen und wie viel sie selber hinzudichten müssen. Das heißt, adaptionstechnisch starten wir hier schon mal relativ schwach, einfach wegen der allgemeinen Tendenzen des Studios und wegen einer wackeligen rechtlichen Lage. Also nachdem wir das festgelegt haben, fangen wir mit dem an, was mir bei dem Promomaterial als erstes aufgefallen ist. Die Poster. Die Poster für Ring of Power haben ein sehr minimalistisches und stilisiertes Design. Man sieht im Grunde nur die Hände des Charakters und im Hintergrund einen Teil des Torsos und das war's dann auch. Und das große Problem bei diesen Postern ist, dass sie relativ generisch aussehen. Beispielsweise haben wir hier dieses Poster mit der Schriftrolle und wegen der Schriftrolle und der Kette im Hintergrund denke ich eher an einen Maester von Game of Thrones und auch die Farbe der Robe hilft dem nicht wirklich weiter. Dieses Poster mit der roten Samtrobe und der goldenen Schriftrolle erinnert mich eher an einen roten Magier aus Dungeons & Dragons oder an allgemeinen Magier auf dem Lab. Und bei diesen beiden Postern, wo wir auf der linken Seite einen riesigen Schwertgriff haben und auf der rechten Seite eine geschnitzte Holzrüstung, denke ich nicht wirklich an Tolkien, sondern ich denke eher an World of Warcraft. Das allgemeine Problem hier ist, dass diese Poster zu generisch sind und zu wenig identifizierbare Informationen haben, um zu sagen, ah ja, das ist Tolkien, das ist Mittelerde, das ist Herr der Ringe, sondern es sieht zu generisch aus. Das beste Poster aus dieser Reihe wäre dieses hier mit dem Pferdekopfschwert, weil der Pferdekopf eindeutig auf Rohan hinweist und wir wissen, dass Rohan Schuppenpanzer und Lederrüstungen hat, das heißt die Lederschuppen im Hintergrund würden auch wiederum passen. Das heißt, das hier ist das einzige Poster, was mich vage an Herr der Ringe erinnern würde. Eines der großen Probleme, das Amazon Prime hier hat, ist, dass wir eine klare Bildsprache für Herr der Ringe haben. Und diese Bildsprache kommt aus den Peter Jackson Filmen.
Und dadurch, dass diese Filme einige der erfolgreichsten Fantasy-Filme aller Zeiten waren, haben wir eine sehr klare Idee davon, wie etwas von Herr der Ringe aussehen sollte. Eben weil Film ein sehr visuelles Medium ist. Und wenn etwas nicht dieselbe Designsprache hat, dann fühlt es sich für uns an, als ob es nicht Teil dieser Welt sein sollte. Und bei diesen Designs wurde sich übrigens relativ nah an dem orientiert, was Tolkien in seinen Notizen und Skizzen vorgegeben hat. Beispielsweise sind die Hobbits, weil sie im Shire leben und mit den anderen Völkern nicht viel zu tun haben, designtechnisch von diesen Völkern abgehoben. Das heißt, während sich die Designs für die anderen Völker mehr am europäischen Mittelalter orientieren, sind die Hobbits etwas moderner. Das typische Hobbit-Design ist im Grunde ein Hemd, eine Weste und eine Überjacke. Und das findet sich in allen Hobbits wieder. Und wenn dann Rings of Power etwas zeigt, was absolut nicht dieses Design ist und mit diesem Design nichts zu tun hat, stellt man sich natürlich Fragen. Meine ursprüngliche Verteidigung dazu war, dass Rings of Power relativ weit von dem entfernt ist, was wir im Herr der Ringe sehen, also zeitlich entfernt. Und über die letzten paar tausend Jahre kann sich von der Mode her und von der Kultur her sehr viel verändert haben. Das Problem ist, dass Amazon hier die Timeline extrem zusammengedampft hat und dass wir deswegen nicht wirklich viel zeitlichen Unterschied haben. Um euch zu erklären, was ich meine, das hier ist Isildur. Für die von euch, denen der Name Isildur vage bekannt vorkommt, Isildur war der Typ, der Sauron den Ring abgeschnitten hat. Und laut dem, was Tolkien geschrieben hat, ist Isildur etwa 235 Jahre alt geworden. Und wir wissen ziemlich genau, wie Isildur ausgesehen hat in den Herr der Ringe-Filmen. Das heißt, wir müssten uns von dem hier zu dem hier entwickeln in weniger als 250 Jahren. Und wenn man das mit der Rüstungsentwicklung aus der echten Welt vergleicht, ist das einfach nur unrealistisch. Das heißt, die Kostüme, die wir sehen, sollten deutlich mehr an die Filme angelehnt sein, als an was auch immer das hier genau ist. Okay, aber der Fairness halber sei gesagt, man kann bei einigen Designs gewisse Parallelen erkennen. Wenn wir beispielsweise einmal diese Reiter nehmen, kann man bei den Helmen ungefähr sehen, dass sie an die Rohan-Designs angelehnt sind. Und die Rohirrim haben, wie vorher schon erwähnt, auch Schuppenpanzer. Das heißt, auch der Teil würde soweit passen. Aber weder dieses Sonnenkamm-Dingens noch diese Muskel nachvollzogene Rüstung auf dem Torso würde wirklich in Herr der Ringe reinpassen. Das heißt, einfach vom Gefühl her ist diese Designsprache zu weit vom Herr der Ringe entfernt, um in diese Welt hineinzupassen. Und wenn man ein Kack-Nerd ist, so wie ich, ist es zeitlich nicht weit genug entfernt, dass man solche harten Änderungen legitimisieren könnte. Nehmen wir beispielsweise einmal diesen Promo-Short von den Menschen von Numenor. Es gibt hier vereinzelte Designelemente, bei denen ich sagen kann, okay, das sieht ein bisschen nach Herr der Ringe aus. Beispielsweise haben wir bei dem Typen in der Mitte, der steht, ein relativ klares Langschwert. Und wir haben bei der Dame mit der Krone einen dekorativen Schuppenpanzer. Beides Sachen, die theoretisch auf Herr der Ringe hinweisen könnten, wenn man ein bisschen die Augen zudrückt. Aber alles andere, von dem komischen Halbmantel, den der Typ in der Mitte anhat, über was auch immer die anderen Leute hier tragen, hat absolut keine thematische oder Design- oder was auch immer Verbindung zum Herr der Ringe. Wenn das Ganze tausende von Jahren her wäre, wäre es nicht das Problem zu sagen, okay, das ist halt das Römische Reich, die haben sich über die Jahrhunderte und Jahrtausende weiterentwickelt zu dem, was wir im europäischen Mittelalter haben. Aber das Problem ist hier wiederum, der Typ rechts ist Isildur. Also das ist keine 250 Jahre, bevor wir europäisches Mittelalter haben. Heißt, innerhalb von nicht ganz 250 Jahren, während der Lebenszeit von diesem Charakter, hat sich die Mode von Schuppenpanzer-Dingens zu europäischem Mittelalter-Kürass und Kettenhemd weiterentwickelt. Aber ich wiederhole mich, ich mecker hier rum, ihr habt's mittlerweile verstanden. Das Problem ist, dass die Designsprache hier zu sehr an Rom und Byzanz und was auch immer angelehnt ist und absolut nichts mit dem Herr der Ringe zu tun hat. Und das, obwohl rein von dem, was wir bisher gesehen haben, eine lächerlich kurze Zeit zwischen dem Herr der Ringe und dem, was wir hier in Rings of Power sehen, vergangen sein soll. Und einige von euch mögen sich jetzt fragen, okay, was du denkst, ist zwar schön und gut, aber was hat Tolkien dazu gesagt, wie die Leute von Numenor aussahen? Was ihr hier seht, sind Skizzen, die auf die Notizen von Tolkien basieren. Und auch wenn das Ganze ein bisschen in Anführungsstrichen exotisch aussieht, kann man gewisse Parallelen zu dem erkennen, was bei Rings of Power gezeigt wird.
Wir haben den Schuppenpanzer, wir haben die Umhänge, wir haben dieses allgemein mediterrane, römisch-griechisch-byzantinische Design. Aber es fehlen noch einige Elemente, die einfach nicht mit aufgegriffen wurden. Und das ist bei Adaptionen nicht unüblich. Bei Adaptionen ist es in der Regel so, dass man auf der einen Seite die Ideen des Autors hat und auf der anderen Seite die realistischen Sachen, auf denen diese Ideen basieren. Und dann versucht man einen Mittelpunkt zu finden, einfach weil diese Kostüme nicht nur beschrieben oder gezeichnet werden müssen, sondern sie müssen von echten Menschen getragen werden. Das heißt, generelle Ideen wie der momentane Zeitgeist, was ein Fantasy-Kostüm sein sollte, die Beweglichkeit des Schauspielers, das Budget und so weiter und so fort, laufen alle hier mit rein, um einen Balancepunkt zu finden, damit man Kostüme hat, die zwar nah genug an dem sind, was der Autor geplant hat, aber die trotzdem realistisch gesehen produziert und getragen werden können. Und ob das hier erreicht wurde, ist, um ehrlich zu sein, fraglich. Viel von dem, was ich sehe, sieht eher nach allgemein mediterraner Fantasy aus und weniger nach dem, was Tolkien beschrieben hat. Aber das ist nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem hier ist, dass wir noch eine dritte Quelle haben. Wenn man eine Adaption machen möchte für etwas, was bereits eine erfolgreiche Adaption hatte, also in diesem Fall, wir möchten Rings of Power machen, aber es gibt die Herr-der-Ringe-Filme, muss man sich zu einem gewissen Grad an diesen Filmen orientieren. Einfach weil diese Filme eine eigene Bildsprache haben und weil diese Filme sehr erfolgreich sind, sind sie die Hauptquelle von dem, was die meisten Leute sehen, wenn sie an Herr der Ringe denken. Darum müssen Symbole und Ideen und allgemeine Konzepte und das Feeling beibehalten werden. Wenn Rings of Power und der Herr der Ringe so aussehen und sich so anfühlen sollten, als ob sie in derselben Welt spielen. Und das ist hier einfach nicht der Fall. In allem Promomaterial, das ich gesehen habe, gibt es extreme Abweichungen von der Bildsprache aus dem Herr der Ringe. Und ich kann nicht wirklich Parallelen erkennen, in denen gesagt wurde, wir haben dieses Element von Rohan genommen oder dieses Element von Gondor oder von den Hobbits oder von was auch immer genommen und haben uns überlegt, wie würde es vor 200 Jahren aussehen. Das ist einfach stumpf gesagt nicht der Fall. Und um euch ein Beispiel zu geben, wo das relativ positiv gemacht wurde, reden wir über Game of Thrones und House of the Dragon. House of the Dragon spielt ungefähr 200 Jahre vor Game of Thrones. Das heißt, wir haben eine relativ kurze Zeit, in der sich die Mode verändern könnte. Also müsste die Mode allgemein mittelalterlich bleiben. Allerdings handelt es sich hier um eine Hochperiode für die Targaryens und allgemein für Westeros. Es gab 60 Jahre Frieden, der Handel ist stärker als in der Originalserie und das Herrscherhaus der Targaryens befindet sich auf seinem Zenit. Es ist so mächtig, wie es noch nie zuvor war und wie es auch nie wieder sein wird. Das heißt, wir haben in House of the Dragon allgemein immer noch mittelalterliche Designs, aber sie sind eher an die Tudor-Ära angelehnt, wodurch die Häuser eine gewisse Opulenz zeigen und wodurch sie ihren Reichtum zur Schau stellen können. Das heißt zum Beispiel, die Rüstungen der Hohen Lords, die wir in House of the Dragon sehen, sind ein bisschen kunstvoller, ein bisschen mehr ausgearbeitet, ein bisschen opulenter und sie haben mehr Dekoration als unbedingt notwendig. Einfach weil diese Rüstungen nicht für Krieg hergestellt wurden, sondern generell für Turniere, eben weil wir seit 60 Jahren keinen wirklichen Krieg mehr hatten. Das heißt, insoweit passen vom Feeling her sowohl die Rüstung als auch die Kostüme von House of the Dragons in die Welt von Game of Thrones, auch wenn sie vielleicht ein bisschen opulenter wären, als man es gewohnt ist. Allerdings gibt es hier auch gewisse Änderungen, eben weil es eine Adaption ist. Und diese Änderungen sind nicht unbedingt negativ. Beispielsweise gab es bei Game of Thrones genau ein Drachendesign für drei Drachen und die wurden einfach nur farblich unterschieden. Was bei drei Drachen kein großes Problem ist, aber bei House of the Dragon sollen es bis zu 20 Drachen werden. Also müssen Zuschauer auf den ersten Blick unterscheiden können, um welchen Drachen es sich handelt, ansonsten wissen sie nicht, was los ist. Das heißt, die Körperform, Schädelform und Flügelform der Drachen und so weiter und so fort weicht von dem ab, was in der Game of Thrones Serie gezeigt wurde. Und die Beschreibung der Drachen und der Farben weicht zu einem gewissen Grad von dem ab, was in Fire und Blood geschrieben wurde. Einfach weil man dadurch es für die Zuschauer einfacher machen kann, diese Drachen zu unterscheiden. Ich würde argumentieren, dass die Änderungen, die House of the Dragon gegenüber der Serie und den Büchern vorgenommen hat, entweder positiv oder notwendig sind, einfach weil sie es entweder den Zuschauern einfacher machen, der Serie zu folgen, oder weil sie aus Produktionsgründen gemacht werden mussten. Und ich bin mir nicht sicher, dass ich bei Rings of Power dieselbe Behauptung machen könnte. Um den Vergleich noch ein bisschen weiter auszuprügeln, sowohl die Welt von Das Lied von Eis und Feuer als auch Mittelerde haben beide dasselbe Problem. Sie sind, was Kostüme angeht, verhältnismäßig generisch.
Was im Fall vom Herr der Ringe daran liegt, dass Tolkien der Großvater von aller Fantasy ist und jeder ihn kopiert hat. Also sind die Ideen, die Tolkien hat, überall verbreitet und fast jeder benutzt, was Tolkien benutzt hat. Und im Fall von Game of Thrones, weil die Kostüme mehr oder weniger direkt dem europäischen Mittelalter entsprechen. Das heißt, beide Franchises brauchen Symbole und Details, damit man sehen kann, wo das Ganze herkommt. Das wären bei Game of Thrones beispielsweise die Insignien der Häuser und dass die Häuser ihre Insignien auf alles tackern, was sie finden können. Das wären die weißen Haare und violetten Augen der Targaryens und ein ganzer Haufen anderer Sachen, der Game of Thrones von anderer generischer Fantasy abhebt. Und im Fall vom Herrn der Ringe wären das der weiße Baum, die Pferde von Rohan und all die anderen Sachen, die durch die Peter Jackson-Filme etabliert wurden. Ja, die Sachen sind zwar in den Büchern beschrieben worden, aber die Bildsprache wurde eindeutig von Peter Jackson geprägt. Und das heißt, es wird jetzt für mich Zeit, diesen Vergleich und dieses Video abzuschließen. House of the Dragon funktioniert als Adaption, weil hier der Stil von Game of Thrones beibehalten wird, aber so abgeändert wird, dass er in die Zeitperiode passen würde, während die Symbole, die in Game of Thrones benutzt wurden, weiterhin beibehalten werden. Die Häuser haben dieselben Wappen wie in Game of Thrones, es gibt dasselbe Targaryen-Design wie in Game of Thrones und so weiter und so fort. House of the Dragon fühlt sich an wie ein neuer Teil einer Geschichte, der in derselben Welt erzählt wird wie Game of Thrones. Während die Designs in Rings of Power sehr stark von dem abweichen, was etabliert wurde. Sowohl in den Notizen von Tolkien als auch in den Filmen von Peter Jackson. Und dann kommt noch hinzu, dass die Symbole, die wir in dem bisherigen Material gesehen haben, nicht dieselben Symbole sind, die von Peter Jackson benutzt wurden. Das heißt, sowohl vom Design als auch von den verwendeten Symbolen her haben The Rings of Power und die Herr der Ringe Filme nichts miteinander zu tun. Und das ist meiner Meinung nach einer der Gründe, warum viele Herr der Ringe Fans sehr skeptisch sind, was Rings of Power angeht. Es fühlt sich einfach an, als ob Amazon gesagt hat, wir haben dieses Material, macht damit, was ihr wollt. Und niemand hat sich wirklich allzu stark an dem orientiert, was Peter Jackson oder Tolkien gemacht haben. Es wäre, wie gesagt, nicht das erste Mal, dass Amazon kreative Freiheit über die Quellen stellt.